Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich euch gerne den neuen Gira KNX-Taster vorstellen. Mit dem neuen KNX-Taster schließt Gira zu den anderen Tastern am Markt deutlich auf und hat somit jetzt auch einen Standard KNX-Taster im Sortiment. Aber warum überhaupt ein Standard KNX-Taster? Naja, wenn man es mal ehrlich betrachtet, es gibt Räume, da brauche ich vielleicht gar keinen smarten Sensor oder ein kleines Touch-Display mit zig Funktionen, sondern da reicht es einfach aus, die Standardfunktion eines Raumes zu bedienen. Licht an, Licht aus, Jalousie auf, Jalousie ab. Zudem hat so ein Standard-Taster auch den Vorteil, dass ja, Gäste, Besucher im Haus auch die Beleuchtung steuern können, wenn sie es mal machen müssen und müssen dann nicht erst auf dem smarten Taster dementsprechend irgendwelche Befehle ausführen. Was bei einem solchen Taster natürlich sehr wichtig ist, dass er in das Schalterdesign passt. Und hier hat natürlich Gira alle Karten. Der neue KNX-Taster von Gira passt natürlich optimal in die Schalterprogramme von Gira rein, aber natürlich auch in alle Schalterprogramme mit 55er Innenmaß. Was natürlich wichtig ist, dass er nicht wie ein Störenfried aussieht im Schalter. Das heißt, man sieht es hier. Der Taster an sich baut nur minimal auf, so wie ein anderer Schalter oder ein anderer Taster dementsprechend auch im Schalterprogramm und so, dass man ihn gar nicht als einen KNX-Taster wahrnimmt. Der Vorteil ist natürlich an dem Taster, dass er direkt von Gira kommt. Das heißt, es gibt den Taster in allen Farbvarianten und allen Oberflächenvarianten, wie es auch bei den Standard-Schalterprogrammen von Gira der Fall ist. Also von Weiß, Aluminium, Anthrazit und so weiter. Der Taster fügt sich also wirklich individuell und ganz harmonisch in das vorhandene Schalterprogramm ein und ja, er wirkt einfach nicht störend. Gira hat in der Form den Taster so aufgebaut, wie in der Standardausstattung haben wir immer die beiden Kontrollfenster für die LEDs. Das heißt, hier hinten dran leuchten dann die beiden LEDs auf, die ich dann einstellen kann. Ansonsten gibt es den Taster entweder in der Serienwippen-Variante, also zweifach, oder in der Einfach-Variante mit einer gesamten Wippe. Hier ist darauf zu achten, man muss sich vorher schon entscheiden, ob man die Einfach- oder Zweifach-Wippe haben möchte. Des Weiteren muss man schon beim Bestellen darauf achten, zumindest jetzt in dem Moment, ob ich die Tasten Blanko haben möchte oder mit einem Pfeil-auf-Pfeil-ab-Symbol. Hier wird Gira in Zukunft auch noch eine Variante bringen, dass man die Wippen separat tauschen kann und somit ist man auch im Nachgang nochmal flexibel. Was auch noch kommen soll, ist, dass die beiden Kontrollfenster nicht vorhanden sind, denn es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, wo ich nicht irgendwelche Kontroll-LEDs brauche. Holen wir jetzt mal den Taster aus dem Mustergehäuse raus und schauen uns an, wie das Teil auf der Rückseite aussieht. Wie es sich für einen Taster von einem Schalterhersteller gehört, haben wir einen massiven Tragring, der auf die Dose aufgeschraubt wird und der sorgt dafür, dass der Schalter oder der Taster wirklich richtig schön fest im Rahmen hält. Da wackelt nichts, da rappelt nichts und das ist wirklich ein großer Vorteil gegenüber dem MDT-Taster oder auch dem Ling & Janke-Taster. Denn bei diesen beiden befestige ich den Taster entweder einem Kunststofftragring oder beim Ling & Janke in dem Fall sogar noch ein bisschen spezieller. Dort schraube ich den gesamten Taster, also die Platine des Tasters, auf die Unterputzdose drauf. Auf der Rückseite des Tasters haben wir lediglich die Busklemme. Heißt also, Gira hat hier nicht die Möglichkeit, wie beispielsweise beim Jung F10 oder beim Ling & Janke, noch weitere Taster, also Nebenstellen anzuschließen. Hierzu brauche ich dann wirklich eine Tasterschnittstelle. Ob man es jetzt braucht oder nicht in der Form, das ist eine Geschmackssache. Ich habe es bisher nicht vermisst. Ansonsten, wenn ihr das wirklich als notwendige Funktion braucht, wie gesagt, eine Tasterschnittstelle nebendran, dann funktioniert das natürlich genauso. Jetzt schließen wir den Taster mal an den KNX-Bus an und schauen uns einfach mal die Visualisierung, also die Kontrollleuchten, näher an. Den Taster haben wir jetzt einfach mal mit der Busleitung mit einem Netzteil verbunden. Im Taster stehen drei verschiedene Farben an Status-LEDs zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier die grüne, wir haben die rote und wir haben die blaue LED. Mehr Farben sind in diesem Tastsensor nicht möglich. Beim Tastsensor 4 habe ich ja eine riesen Farbvariante, die ich einstellen kann, bei dem Taster nicht. Aber auch hier muss man sagen, eigentlich braucht man nicht mehr. Was ich eine schöne Funktion finde, ist, wie ich den Taster in den Programmiermodus bekomme. Ich gehe einfach nur hin,
drücke die rechte Wippe für 4 Sekunden und schon blinken die beiden LEDs und zeigen mir an, dass der Taster im Programmiermodus ist. Bei anderen Tastsensoren muss ich entweder die Wippe abmachen oder beim Ling und Janke muss ich den kompletten Taster aus der Wand rausnehmen und muss auf der Rückseite den Programmierknopf drücken, was jetzt nicht unbedingt so schön ist. Das ist hier wirklich sehr schön und sehr smart gelöst. Und jetzt, wo wir schon den Busanschluss hergestellt haben, jetzt schauen wir uns natürlich auch noch die Applikation etwas näher an. Ja, die Applikation, wie soll sie anders sein, ist erstmal sehr aufgeräumt. Der Taster an sich hat natürlich auch jetzt nicht diese Riesenanzahl an Funktionen, wie jetzt beispielsweise ein Glastaster von MDT oder auch der Gira Tastsensor 4. Wie alle neuen KNX-Geräte ist natürlich auch der KNX-Taster von Gira mit KNX Datex Secure ausgestattet. Und auf der ersten Seite wird man natürlich dann über diese Hinweise noch informiert. Im allgemeinen Bereich kann ich jetzt die Farbe der Status-LED entweder zentral einstellen auf die 3 Farben oder kann natürlich auch sagen, dass die Farbauswahl je Status-LED separat gemacht werden kann. Helligkeit, klar, selbstverständlich. Die Leuchtdauer bei Betätigungsanzeige kann ich nochmal variieren. Und interessant wird es in der Form dann bei den Freigaben. Ich schalte jetzt mal alle Freigaben ein. Das heißt, wir haben jetzt zusätzlich die Orientierungsbeleuchtung, die Nachtabsenkung, die Sperrfunktion und natürlich mittlerweile Standard in jedem auch Basis-KNX-Taster die Temperaturmessung. Wie man hier unten jetzt auch schön sieht, im unteren Bereich kommen jetzt diese sogenannte Kontexthilfe, also die individuellen Hilfebereiche mit rein. Ich persönlich finde das extrem interessant. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger beim Programmieren. Aber grundsätzlich hat es den Charme, dass erstmal alle Informationen, die ich für diese Programmierung brauche, immer dort sind, wo ich sie auch erwarte und nochmal nur dann, wenn ich sie wirklich dann auch anklicke. Hier nochmal die Informationen zum Programmiermodus, dass er einfach nur durch Drücken der rechten Taste aktiviert werden kann. Bei den Bedienkonzepten gibt es klassischerweise einmal die Funktion Wippenfunktion oder die Tastenfunktion. Also sprich oben unten als Wippe oder oben unten als separate Taste. Ganz klar, ich kann die Taste oder die Wippe dementsprechend frei beschreiben, natürlich. Und ich habe dann alle Funktionen hier integriert, die ich für einen Taster mit diesem Einsatzzweck wirklich brauche. Ich habe jetzt hier keine Tunable White oder keine irgendwelchen Besonderheiten drin. Ist auch fraglich, ob es bei so einem solchen Taster auch wirklich vonnöten ist. Aber alle Standardfunktionen, Schalten, Wert, Dimmen ist natürlich alles mit drin, Jalousie. Was auch mal ganz charmant ist, ist die Zweikanalbedienung. Das hat den Charme, je nachdem, welche Taste ich betätige und vor allem auch, wie lange ich sie betätige, kann ich verschiedene Werte oder verschiedene Funktionen ausrufen. Zum Beispiel sage ich jetzt hier, der Kanal 1 ist ein 1-Bit-Schalten. Wenn ich dann die Taste oben für eine kurze Betätigung bedrücke, dann ist es ein. Und wenn ich sie lange drücke, beispielsweise ein Aus. Oder ich sage hier, ein Byte-Telegramm soll gesendet werden. Heißt also, wenn ich jetzt die Wippe 1 kurz drücke, schaltet der Kanal 1 an. Und wenn ich es dann über die 3 Sekunden eingestellt betätige, wird beispielsweise der Wert 100 gesendet. Und somit kann ich dann zwischen verschiedenen Werten sehr schön hin und her schalten und habe da auf jeden Fall auch verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Die Status-LED an sich kann ich natürlich auch noch separat nochmal einstellen. In den meisten Fällen wird die Ansteuerung über ein separates LED-Objekt genutzt, das dann dementsprechend als separater Wert verfügbar ist. Identisch sieht es natürlich dann bei der rechten Wippe aus. Beim Orientierungslicht kann man es einstellen, was soll damit passieren. Immer aus, immer ein oder die Ansteuerung über Objekt oder die automatische Abschaltung beispielsweise nach so und so viel Sekunden. Die Nachtabsenkung ist ein Thema, was vielen Leuten immer wieder stört, wenn der Taster einen
nachts irgendwie zu grell anleuchtet. Auch hier kann ich dann dementsprechend verschiedene Werte einstellen und kann das so ganz frei konfigurieren. In der Sperrfunktion, klar, ich kann sagen, was ist die Sperre 0 oder 1 und kann aber auch sagen, ob alle Tasten in der Sperre integriert sein sollen oder nur einzelne Tasten. Und ich kann auch dazu sagen, wie soll das Verhalten bei aktiver Sperrfunktion sein. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, dass alle Wippen auf ein bestimmtes Telegramm oder eine bestimmte Funktion nur noch hören können. Und bei der Temperaturmessung, interner Fühler oder auch noch den externen Fühler mit dazu. Das heißt, ich kann direkt die Messwertbildung daraus erfassen, auch eine tolle Funktion. Vielleicht kann ich hier einen weiteren Taster, der dann auf Brust- oder Kopfhörer montiert worden ist, die Temperatur auch noch dazu nehmen oder den Präsenzmelder im Raum und habe hier dann einen gemittelten Temperaturwert. Klar, Abgleich des Fühlers, auch eine wichtige Geschichte. Und somit ist eigentlich alles drin, was man, wie gesagt, für einen solchen Taster mit dem Anwendungsfall eigentlich braucht. Alle weiteren, ich nenne es mal Spielereifunktionen, die es so gibt, dafür gibt es dann entweder die Visualisierung oder ein abgesetztes Bediengerät, beispielsweise ein Glastaster oder einen anderen smarten KNX-Taster, wo ich dann weitere Funktionen integrieren kann. Wie man selbst in der Applikation sieht, Gira hat auch hier versucht, einen guten Standard abzubilden. Heißt, wir haben jetzt hier keine Funktionen drin, sag ich mal, Tunable White-Steuerung, RGBW-Steuerung, die man vielleicht auf so einem Taster eigentlich gar nicht einsetzen wollen würde. Und somit hat er wirklich alle Funktionen drin, die man für den Einsatzzweck des Tasters, nämlich als Standard-Taster, eigentlich wirklich braucht. Jeder, der die letzten SmartFact-Videos geschaut hat zum Thema Tastern, hat schon mitbekommen, dass ich da so ein bisschen penibel bin, was Tastpunkte angeht. Hier muss man sagen, hat Gira einen guten Mittelweg gefunden zwischen einem Hub, also wie tief ich die Taste drücken kann, und einem akustischen Signal, also wie laut es klickt. Beim Ling und Janke, da ist es wirklich sehr gut gelöst, auch ein sehr, sehr angenehmes Klickgeräusch. Beim MDT habe ich aber gar keinen Hub, denn da reagiert die Taste sofort. Beim Jungtaster beispielsweise, da habe ich extrem langen Hub, aber gar kein Klickgeräusch. Das ist so eine Sache, die muss jeder für sich selbst ausloten, was einem das wert ist und was man überhaupt braucht und ja, wie laut es sein muss. Von daher kann ich hier jetzt keine klare Produktempfehlung geben. Mir gefällt auf jeden Fall der Tastenpunkt auch beim Gira sehr gut. Was ist euch wichtig an so einem Tastsensor? Auf was kommt es bei euch bei einem Standard-Tastsensor wirklich an? Was sind vielleicht auch Einsatzzwecke? Wo habt ihr die verbaut? Lasst uns gerne hierzu eure Kommentare unten mal da. Dass wir auch gerne darüber eine Diskussion starten, was einen solchen Tastsensor von heute wirklich auszumachen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten, wie gehabt, wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, zu natürlich anderen KNX-Produkten auf dem Markt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.